Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute Unboxing. Ich habe mir was bestellt und zwar im europäischen Nachbarland. Ja. Dolonais. Unboxing Time. Mit dem Midgard Sigurd Tactical Geilomat 3000. Ich hätte vor geraumer Zeit mit dem Sweatloser Schaustef, ich glaube, es heißt so, wird es ausgesprochen, Sweatloser, mit ihm geschrieben. Ich hätte gesagt, ich suche so und so ein Messer. Er hat gesagt, mache ich dir. Alle Messer, die der baut, oder er macht das ja mit dem Kompagnon, glaube ich. Ich hätte auch. Komm, Tabletop. Oh Gott. So, alle Messer, die der baut, sind wohl auf Zuruf. Ja? Da Sigurd Tactical von Midgards Messer. Mein täglicher Begleiter im Rucksack. Bekannt. Die haben hier immer so schöne Taschen dabei. Ja? Und Dolo Knives. Ah, okay. Sehr schön. Mir ist jetzt der Name von dem Messer entfallen. Das heißt also nicht Gerd Otto. Aber es ist, sagen wir mal, ein Nachbau. Es ist so ein bisschen ähnlich dem Bushcraft-Messer von Ray Mears. Ne? Und hier, also wir haben erst schon mal, guckt euch das mal an, wie schön die Scheide gearbeitet ist mit dem Fire Steel Loop. Drainage Hole machen wir selber rein, ist gar kein Thema. Ja? Karelische Maserbirke, naturbelassen, stabilisiert. Oh. Ja? Handschuhgröße 9,5 bis 10. Genial. Mosaikpins. Rote Liner, da steht drauf Dolo Knives und wir haben sogar eine kleine Schleifkerbe, weil ich habe zum Sweatloser gesagt, hey Buddy, every knife needs a Ricasso, die zwei, ne? Also schon mal sehr, sehr schick, EDC für den Wald, Dolo Knives, also ich mag ja diese Bushcraft-typische Form sehr, sehr gerne, ne? Sweatloser, if you see the video, yeah? Wonderful knife, wonderful handle, wonderful liner, and I'm so surprised about the build quality. Not surprised, I'm happy. I'm, if I can say from 1 to 10, I'm happy 20, yeah? 20 times as you can expect. So, dann, also, Baudatum war der 17.10.22, Handel karelische Birke, D2 auf 61 Rockwell gehärtet und Scheide ist Leder. Wir haben einen sehr schicken Scandi, ne? Also, boah. Und das ist hier alles so Sahne verarbeitet. Hier ist ja nichts, nichts, was irgendwie nichts Asymmetrisches, ja? Hier steht nichts über, das ist alles plan und smooth und wunderschön. Mal gucken, ob ich ein Stück Holz finde. Ja? Ist natürlich auch Quatsch, das so zu sagen. Ich meine, ich kann das Video weiterlaufen lassen und reden.
Ihr seht ja, ihr könnt euch schon ein bisschen an dem Messer ergötzen. Die 2 auf 61 Rockwell gehärtet. This knife is wonderful. Awesome. Ne? Nochmal so, erster Test. Ich meine, wie der Herr Schmalauf sagen würde, tapers forward to the tip. Svetlosa, this is a beautiful knife. Awesome. Really, really awesome. Echt gut in der Hand. Wiegt nicht viel. Ich würde jetzt mal schätzen, so 120 Gramm würde ich schätzen. Ich bin jetzt leider nichts zu messen da. 120 Gramm, schätze ich mal. Noch vielleicht 125. Wer weiß. Speedlocken, ihr kennt's. Irre. Und der Klingenrücken hat 90 Grad. Ja, ganz klar. Mein Gott, jetzt rede ich schon wie Dennis James. Der sagt auch in jedem zweiten Satz, alles klar. Das ist klar. Für Zunder, ja. Hier könnt ihr euch dann ein bisschen eure Klinge sparen, ja. So wie gesagt, also hier könnt ihr entweder den Firestyle durchschlaufen, dann guckt euch das mal an, ja, doppelt gestochen, die Kanten gefärbt, wir haben einen Keder, ja. Mein Gott, der hat da sogar innen drin gefärbt. Das ist echt unglaublich, was man da für so ein kleines Geld bekommt. Das ist im ganz, ganz tief unteren dreistelligen Bereich. Ja? Ganz tief unten im dreistelligen. Ich darf den Preis, oder ich will den Preis jetzt nicht verraten, dann müsst ihr den Svetlosa selber anschreiben. Ich packe euch mal seine Facebook. Dein Facebook-Account in die Beschreibung. Na hier. www.duloknives.com. Ihr könnt ihn natürlich auch über die Webseite irgendwie erreichen. Ja. Sehr interessant, dass sie immer so eine etwas altbackene Handschrift haben, dass zum Beispiel das R so wie bei den Franzosen geschrieben wird. Ja, habe ich früher auch gemacht, das eher so zu schreiben. Ist das genial oder ist das genial?
Mal guckt euch das an. Ja, das sind Korkenzieherlöckchen, Leute. Ich sag's nochmal, ich bin mal überprüft worden von einem Polizisten, der hat gesagt, ich muss mal gucken, ob die Klinge zu groß ist. Machte diesen hier. Da habe ich damals gedacht, ich lüge. Und das ist extrem scharf ausgeschliffen. Ist aber noch, doch, da ist eine minimal kleine zweite Phase drauf. Ja? Boah. Ich sag mal, geht das geiler? Das ist ein typisch buschkraftiges Messer. Das hat ein Fishtail-Ende. Lanyard-Öse aus. Mit Kupfer-Messing. Und die Nieten sind auch mit Messingrändern und innen drin halt Stahl. Wow. Guckt euch diese schöne Maserung an. Karelische Maserbirke ist das. Svetlozar. Fit and finish of the knife is, I say, unbelievable. Okay, aus dem Tabletop. Wie immer, das ist jetzt mein drittes Dulo-Knife. Wie immer muss ich sagen, wenn es um Dulo-Knives geht, ist die Qualität 1A. Mit Sternchen, Smiley und Arschrunzeln. Waldmeister approved. Ja? Mission accomplished. Hiermit endet das Video. Das war nur Unboxing und First Impressions. Weil der Nachbar fängt jetzt an, Rasen zu mähen, obwohl es gleich anfängt zu regnen. Nice. Okay, so, wie immer gilt, tschüss, Party, und schwenkt den Hut, tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Euer Waldmeister. Schanzodon. Applaus, Applaus, Applaus!